Welcher Mensch möchte wissen, ob er ein Psycho ist? Ich möchte es wissen. Und ich möchte es auch von euch wissen, Leute. Duettet dieses Video. Also, seid ihr eher ein Warmduscher oder ein Kaltduscher? Ich gebe es offen zu, ich bin ein Warmduscher. Oh mein Gott, das ist eine wichtige Frage. Cornflakes erst rein und dann die Milch? Oder zuerst die Milch und dann die Cornflakes? Also jetzt mal im Ernst, wenn man das anders macht, Leute. Das da... Das ist ganz wild. Das habe ich letztens im Baumarkt gesehen. Da hat jemand einfach sein Handy geklappt und wieder rausgeholt. Ich bin fast irre geworden. don't care about your ex, stalk your ex. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen persönlich. Also, das Ding ist, Leute, Moment, stopp, stopp, stopp. Dazu muss ich sagen, man hat eine Person ja geliebt, wisst ihr? Deshalb interessiert man sich auch schon irgendwie für so ein bisschen für sein Leben. Deshalb sage ich, jo, in einem gesunden Maße ist es okay, aber jetzt nicht jeden Tag, keine Ahnung, so ein, zweimal im Jahr kann man ja schon abchecken, so lebt die Person noch, so geht's der Person gut und so, ne? I love kids, I hate kids. Oh, ich liebe Kinder, aber ich hasse sie auch. Aber ich liebe Kinder, aber nicht, wenn sie schreien. Oh my God, I love my mom. Why is she always getting on my nerves? Ey, mit meiner Mutter, wir führen eine Hassliebe, aber ich liebe meine Mom und sie liebt mich. Hoffe ich zumindest. Story Shop, oh nein, ich bin faul. Ich liebe Katzen, Hunde. Being friends, being alone. Es tut mir leid. Wie lange ist diese Challenge noch? Teabag, Hot Water. Teabag? Achso, zuerst Hot Water. Was? Achso, zuerst ein Teebeutel. You're over-friendly. Ich bin kein Psycho. Dankeschön, Filter. Ich habe gedacht, ich bin teilweise ein Psycho. Seid ihr Psychos? Schreibt es in die Kommentare oder duettet das Video. Seid ihr Psychos?